Und wir möchten Ihnen mal Gelegenheit geben, Güttler-Maschinen näher kennenzulernen. Nicht nur bei einer Vorführung für einen halben Tag. Wir haben uns deshalb entschlossen, bei den kommenden Ausstellungen einmal in Karpfham, die am Freitag beginnt, und zum zweiten auch in Stuttgart beim landwirtschaftlichen Hauptfest Maschinen für eine Saison zur kostenlosen, unverbindlichen Benutzung zu verlosen. Ich denke, das wird Ihnen und Ihren Kollegen die Möglichkeit geben, die Maschinen in Ruhe kennenzulernen und die Vorzüge und vielleicht auch mal die eine oder andere Schwäche einer Güttler-Maschine vor Ort am eigenen Betrieb erleben zu können und so besser einordnen zu können, was bringt die Technik von Güttler für Sie als Landwirt. Der Supermax 5 Meter, an dem wir hier stehen, ist zum Beispiel eine der Maschinen, die wir für eine Saison zum kostenlosen Einsatz verlosen. Beim Supermax handelt es sich um eine Großfederzahnecke, die dafür bestimmt ist, im Frühjahr Saatbettbereitung zu machen, wobei man da der Philosophie folgt, Boden lockern, lüften, abtrocknen lassen, Rückfestigung erfolgt dann bei der Saat. Ideal geeignet auch zur Gülleeinarbeitung oder im Sommer zu einer flachen Stoppelbearbeitung. Sehr hohe Flächenleistung, geringer Spritverbrauch. Frontgeräte von Güttler, wie wir hier ein Beispiel haben, sind eine ideale Ergänzung zur kreisligen Sämaschinenkombination. Die modernen kreisligen Sämaschinenkombinationen sind nicht ganz leicht, haben oft sehr große Saattankvolumina. Das heißt, die Geräte werden entsprechend schwer, sodass auch ein 150er Schlepper ein Frontgewicht braucht, um auf der Straße noch gut ausballastiert zu sein. Mit einem Frontgerät haben Sie ein aktives Frontgewicht im Unterschied zu einem toten Frontballast. Sie haben vorne eine Vorarbeit, einebnen, krümeln, rückfestigen. Der Schlepper spurt nur noch ganz wenig ein. Sie können damit die Kreislegge auch flacher nehmen. Wenn Sie einen entsprechend starken Schlepper haben, die ja heute Grundvoraussetzung sind, können Sie damit auch Ihre Flächenleistung steigern und so auch gerade in Perioden wie diesen, wo die Witterung sehr unstabil ist, einfach die guten Perioden, die da sind, voll ausnutzen, um Ihre Flächenleistung zu steigern. Kleiner Nebeneffekt, besseres Saatbett, gute Rückverfestigung, weniger Auswinterungsschäden. Der Dreh- und Angelpunkt einer wirtschaftlichen Milchproduktion ist eine hohe Grundfutterleistung. Und hohe Grundfutterleistung bedeutet wiederum, ich muss meine Grünlandbestände in Ordnung halten, ich muss sie pflegen, ich muss sie ständig erneuern. Und das bedeutet wiederum, Geräte wie unser Greenmaster oder unser Green Seeder sind dabei sehr willkommene Maschinen zur Grünlandpflege, zur Nachsaat, das ganze Jahr über im Frühjahr abschleppen, alte Grasnarbe entfilzen, nachsäen und eventuell mit angehängter Walze gleich rückfestigen oder Bekämpfung gemeiner Rispe, Grünlandverbesserung im Herbst machen vor dem kommenden Winter. Ist alles möglich mit dieser Maschine, bestehend aus einem Striegel, entweder mit Einebnungsschiene oder Ripperboard und pneumatischer Sämaschine. Nicht nur geeignet für die Grünlandpflege, sondern auch hervorragend geeignet zur Einbringung von Untersaaten, Grasuntersaaten in Getreide, in Mais. Hervorragend geeignet auch zur Zwischenfruchtbestellung. Auch diese Maschine wird für eine Saison zur Verfügung gestellt werden. Wenn Sie interessiert sind, kommen Sie bitte an unseren Stand am Karpfhammer Volksfest am kommenden Wochenende in Karpfham bei Passau. Wer es nicht kennt, ist eine riesenhafte, große Messe mit einem hervorragenden Bierfest nebenbei, wie man sich das als Oktoberfest schon vorstellt. Besser kann es München auch nicht. Oder besuchen Sie uns anlässlich des landwirtschaftlichen Hauptfestes ab Ende September in Stuttgart auf der Messe in Stuttgart-Bad Cannstatt. Füllen Sie das Formular aus. Wir würden uns freuen, Sie recht zahlreich begrüßen zu können. Und ich wünsche Ihnen viel Glück und viel Erfolg.